Grünes Licht für eine Entlassung nach nur 3 Tagen im Krankenhaus. Sean Conley, Leibarzt des mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten, bestätigte beim täglichen Pressebriefing, was Donald Trump bereits zuvor per Tweet angekündigt hatte, die Rückkehr ins Weiße Haus. In den vergangenen 24 Stunden habe sich der Zustand des Präsidenten weiter verbessert. Er habe alle Standardkriterien für die Entlassung aus dem Krankenhaus erfüllt oder übertroffen. Er habe am Montag eine weitere Dosis des Medikaments Remdesivir erhalten. Geplant sei, ihn danach nach Hause zu entlassen. Er sei mehr als 72 Stunden fieberfrei. Sauerstoffwerte und Atmung seien normal. Auch wenn er noch nicht ganz aus dem Gröbsten heraus sei, seien er und das Team übereingekommen, dass sowohl die Werte als auch sein Zustand eine Rückkehr nach Hause zuließen. Trump hatte zuvor getwittert, dass er das Krankenhaus noch am Montag verlassen werde. Haben Sie keine Angst vor Covid, lassen Sie nicht zu, dass es Ihr Leben dominiert, schrieb Trump weiter. Am Sonntag hatte der Präsident kurzzeitig die Klinik verlassen, um sich bei einer Fahrt in einem gepanzerten Geländewagen von Anhängern bejubeln zu lassen. Der Ausflug war zum Teil auf scharfe Kritik gestoßen. Im engen Umfeld des US-Präsidenten wurde unterdessen eine weitere Corona-Infektion bekannt. Sprecherin Kayleigh McEnany wurde am Montag positiv getestet. Sie hatte noch am Vortag mit Reportern außerhalb des Weißen Hauses gesprochen und dabei keine Maske getragen. Thank you guys very much.